Hallo, mein Name ist Niklas Schmidt und ich bin Personal Trainer. Wir filmen heute im Get Fit ein sogenanntes Home Workout mit Resistance Bands. Wir splitten das Ganze in eine Oberkörper- und Unterkörperversion auf, sprich Upper Body and Lower Body. Dieses Workout für euch zu Hause, um nachzumachen, egal ob fortgeschritten oder Beginner. Sei dir sicher, dass du diesen Kanal abonnierst und uns ein Like gibst bzw. Feedback, damit wir uns auch immer weiterentwickeln können. Ich hoffe, dieses Video gefällt euch und wir starten in unser Workout mit dem Upper Body. Sprich, was gehört zum Upper Body? Einmal die Rückenmuskulatur, einmal die Brustmuskulatur, die Schultern, der Bizeps und der Trizeps. Für den Rücken werden wir heute Dog Pull-Ups machen und rudern. Für die Brust eine Drückvariation in Form von Push-Ups, eine Fly-Variation mit Flies. Für die Schultern High Pulls, für den Bizeps Curls und für den Trizeps Kickbacks. Aber alles jetzt gleich von mir für euch erklärt. Wir starten mit einer großen Muskelgruppe und zwar mit dem Rücken. Dazu werden wir jetzt sogenannte Door Pull-Ups ausführen, wie normale Pull-Ups, nur wie der Name schon sagt, an der Türe. Alles, was ihr hierfür braucht, ist ein Resistance Band, wenn die Pull-Ups zu anstrengend sind, und ein Handtuch. Gut, wir platzieren das Handtuch hier über der Türe. Wieso? Türen können sehr kantig sein und das kann an den Händen wehtun. Deswegen einmal das Handtuch drüber werfen, um hier nicht irgendwie schmerzhafte Eindrücke von der Tür an den Händen zu haben. Ich lege das Resistance Band hier mal zur Seite und jetzt, wie bei normalen Klimmzügen, Pull-Ups, das Ganze an der Tür und zwar hier festhalten, hängen lassen und schön nach oben ziehen. Wichtig ist, dass ihr hier ein T-Shirt anzieht, denn die Haut hat sehr starke Reibung an der Tür und mit dem T-Shirt könnt ihr hier an der Tür nach oben gleiten. Dabei, bei den Door Pull-Ups, werden die vertikalen Muskelfasern beansprucht. Wenn das Ganze zu anstrengend ist und die Kraft nicht genügt, um euer Körpergewicht nach oben zu ziehen, könnt ihr mit einem Resistance Band nachhelfen. Hier einmal bei den Daumen einhängen und unten bei den Füßen dann oben festhalten und nach oben ziehen. Somit kann man das Training mit Bodyweight oder mit einem Resistance Band durchziehen. Da es sich hier um eine große Muskelgruppe handelt, empfehle ich euch 3-4 Sätze, 5-8 Wiederholungen bzw. so viele Wiederholungen, wie ihr nur machen könnt mit eurem Körpergewicht oder mit Resistance Band. Wir werden heute noch eine zweite Rückenübung machen und zwar für die horizontal gestreiften Muskelfasern. Eine Rudervariation. Dazu braucht ihr etwas sehr Stabiles zu Hause, wie etwa einen schweren Tisch oder irgendein Rohr, wo ihr das Band schön drumherum geben könnt. Wenn das Ganze aber nicht möglich ist, gibt es die Alternative, das Ganze um die Füße zu platzieren. Bedeutet, einmal hier auf den Boden sitzen, das Band so hernehmen und um die Beine geben. Die Beine ausstrecken, den Oberkörper aufrichten und jetzt das Band nach hinten ziehen. Schön die Ellbogen am Rücken vorbei, nach hinten, unten wandern lassen. Das Ganze hier noch einmal von der Seite betrachtet, deutet das
Band vorne einschlafen und jetzt Oberkörper gerade, nicht nach hinten lehnen oder zu weit nach vorne, Brust raus, Oberkörper gerade und die Ellbogen wandern am Rücken vorbei nach hinten. Da sich hier wieder um eine große Muskelgruppe handelt, würde ich 3 bis 4 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen vorschlagen. Von der Rückenmuskulatur kommen wir zur nächsten großen Muskelgruppe und zwar zur Brust. Wir werden hier Push-Ups machen, aber nicht so einfach, sondern mit einem Resistance Band. Wenn das Resistance Band zu schwer ist, können die Push-Ups natürlich auch ganz normal durchgeführt werden. Das bedeutet, wir machen es jetzt, oder ich zeige es euch jetzt, mit dem Band vor. Einmal das Band hier hinten beim Rücken, bei den Schulterblättern nach vorne laufen lassen und vorne hier mit der Hand festhalten. Nicht zu hoch platzieren, nicht zu tief, am besten hier hinten an den Schulterblättern entlang. Gut. Einmal in Liegestützposition begeben, die Hände hier auf den Boden geben, Liegestützposition und wir gehen mit dem Oberkörper nach unten und wieder nach oben. Dabei lassen wir unseren Oberkörper stabil, hier nicht durchhängen lassen oder so in die Höhe, schön gerade, stabil und Push-Ups mit Resistance Band als Erschwerung durchführen. Das Ganze einmal kurz noch von der Seite, damit man sehen kann, dass mein Oberkörper nicht durchhängt. Bedeutet hier platzieren und schön nach unten und nach oben wandern mit dem Resistance Band. Gut, wie gesagt, für diejenigen, die das zu schwer ist, normale Push-Ups ausführen. Für diejenigen, die bei Push-Ups über 20-30 Reps machen, gerne mit Resistance Band. Ich empfehle hier, dass sich wieder um eine große Muskelgruppe handelt. 3 bis 4 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen. Die zweite Übung für die Brustmuskulatur wieder mit Resistance Band. Wir hatten bei der ersten Übung eine Push-Variation und jetzt gehen wir über zu einer fliegenden Fly-Variation. Bedeutet, einmal wieder etwas Stabiles im Wohnzimmer suchen, dass vielleicht sowas nicht vorhanden sein wird, ist klar, aber vielleicht ein Tisch, ein Rohr, ein Stuhl, wirklich etwas Stabiles, das euch nicht um die Ohren fliegt. Bedeutet, einmal das Resistance Band um diese stabile Stelle geben, dann hier die Bandenden in die jeweilige Hand hier zwischen Daumen und Zeigefinger geben und jetzt ein Bein nach vorne und schön fliegende Resistance Band Flies machen. Wichtig ist hier, die Arme nicht zu sehr gestreckt, sondern etwas abwinkeln und schön die Ellbogen in einem Halbbogen nach vorne und nach hinten wandern lassen und den Oberkörper schön stabil und in Position halten. Hier wieder eine große Muskelgruppe, deswegen 3 bis 4 Sätze, 12 bis 15 Wiederholungen. Wir gehen von der Brustmuskulatur, von der großen Muskelgruppe zu einer etwas kleineren Muskelgruppe und zwar zu den Schultern. Wir werden hierzu die sogenannten High Pulls durchführen. Was ihr wieder braucht, ein Resistance Band, das hier unten bei den Füßen eingeklemmt wird und jetzt der obere Teil des Bandes circa Hüftbreite greifen. Jetzt, ganz ganz wichtig bei dieser Übung, die Ellbogen wandern zur Seite und nicht nach oben. Bedeutet, beim Hochziehen des Bandes die Ellbogen zur Seite wandern lassen. Wichtig, bei 90 Grad
ist diese Übung zu Ende. Bedeutet, sobald man hier über die 90 Grad geht, wird wieder die vordere Schulter getroffen und nicht die seitliche. Heißt, bis zu den 90 Grad nach oben gehen mit den Ellbogen. Das Ganze von der Seite betrachtet, Band, Hüftbreit greifen und Oberkörper aufrichten. Jetzt die Ellbogen zur Seite wandern lassen, bis die Ellbogen im 90 Grad Winkel zum Oberkörper stehen. Wir gehen von einer etwas größeren Muskelgruppe zu einer etwas kleineren Muskelgruppe. Deswegen empfehle ich hier 2 bis 3 Sätze, 12 bis 15 Reps. Wir haben jetzt Rücken, Brust und Schultern durchtrainiert. Als nächstes kommen die Arme, und zwar der Bizeps und der Trizeps. Wir starten mit Bizeps. Unsere Übung heute, Bizeps Hammer Curls. Je nachdem, wie stark ihr seid oder wie schwer ihr die Übung machen wollt, ein Band wählen, das zu den Gegebenheiten passt. Für mich und meinen Mörder Bizeps das schwerere Band. Bedeutet, einmal hier wieder das Band unter den Füßen durchgehen lassen, oben das Band Hüftbreite greifen, das Band läuft hier durch die Hand durch, am Daumen und dem Zeigefinger vorbei, sprich zwischen Daumen und Zeigefinger. Und jetzt mit dieser Handposition das Band nach oben ziehen und dabei die Ellbogen schön in Position lassen. Das Ganze mit einem etwas leichteren Band von der Seite betrachtet, schaut folgendermaßen aus. Ellbogen bleibt in Position und schön nach oben ziehen. Es gibt noch einen kleinen Trick, und zwar, wenn der Schritt von einem leichten zu einem schweren Band zu groß ist, dann einfach das Band etwas weiter untergreifen und jetzt habt ihr mehr Zug und Spannung aufs Band in der obersten Position und das Ganze wird mit gleichem Band etwas schwerer. Hier wieder eine etwas kleinere Muskelgruppe, deswegen würde ich sagen 2 bis 3 Sätze und 10 bis 15 Wiederholungen. Wir sind nun bei der letzten Übung für heute angekommen, bei unserem Upper Body Resistance Band Workout, und zwar beim Trizeps. Und wir werden Kickbacks für den Trizeps machen. Dazu wieder das Resistance Band hernehmen, ein Bein nach vorne geben und das Band unter dem Bein durchgeben und jetzt etwas nach vorne lehnen, das Band im oberen Bereich greifen, den Ellbogen bzw. den Oberarm parallel zum Boden richten und hier den Ellbogen nach hinten ausstrecken, ohne den Ellbogen aus der Position zu nehmen. Bedeutet hier nicht irgendwie das nach oben ziehen oder nach unten, sondern Ellbogen bleibt schön in Position und das Band hier nach hinten ziehen. Während, wie gesagt und sehr wichtig, der Ellbogen in Position bleibt. Das Ganze zum Erschweren, das Band etwas weiter unten greifen und nach hinten ziehen. Hier natürlich, da wir einarmig arbeiten, noch das andere Bein nach vorne, das Band greifen, parallel zum Boden und schön nach hinten ziehen. Ja, Kickbacks für den Trizeps, die letzte Übung unseres Upper Body Resistance Band Workout. Ich würde hier 2 bis 3 Sätze empfehlen, 8 bis 12 Wiederholungen. Das war das Upper Body Resistance Band Home Workout für euch
Nochmal zusammengefasst, wir starten mit der Rückenmuskulatur, mit Door Pull-Ups für die vertikal gestreiften Muskelfasern und anschließend mit einer Ruderübung für die horizontal gestreiften. Als nächstes gehen wir über zur Brust mit einer Push-Variation und einer Fly-Variation, dann die etwas kleineren Muskelgruppen wie die Schulter mit den High Pulls, den Bizeps mit den Hammer Curls und den Trizeps mit den Kickbacks. Je nach Zeit würde ich Minimum 3 Sätze pro Übung empfehlen. Wenn etwas mehr Zeit gegeben ist, kann man das Ganze auch auf 5 Sätze erhöhen. Bezüglich den Pausenzeiten, das hängt ganz von eurer Regeneration ab. Ich würde hier aber generell und pauschal zwischen 1 und 2 Minuten Pausenzeit sprechen, sprich nach jedem Satz 1 bis 2 Minuten Pause. Das war unser Oberkörper-Workout mit Resistance Bänder. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und nicht vergessen, das ganze Workout findet ihr unten in der Beschreibung. Ganz wichtig, das war die Oberkörperversion heute. Es kommt zusätzlich noch eine Unterkörperversion. Dazu einfach auf die Glocke drücken, damit ihr in Zukunft informiert werdet, dass das Workout hochgeladen ist. Wenn ihr allerdings sagt, ich brauche ein Ganzkörper-Workout, dann haben wir hier auf dem Screen ein Full-Body-Dumbbell-Workout für euch zur Verfügung. Mein Name ist Niklas Schmid. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Nachmachen und wir sehen uns beim nächsten Video.